Jetzt. Alles klar. Bei der Aufgabe 2 geht es darum, ein Kunde zahlt nur 800 Euro für einen gebrauchten Motor. Nur, weil da ist anscheinend schon irgendeine Preisminderung drin. Da wurde schon was reduziert, der zahlt weniger. Er zahlt nämlich, das steht dann in der Aufgabenstellung, 10% weniger. Das kann zum Beispiel sein, wenn das Geschäft gesagt hat, am Black Friday oder keine Ahnung zu welchem Tag so. Alles im Laden ist 10% billiger, damit mehr Leute da hinkommen. Er zahlt also 10% weniger und dadurch zahlt er nur 800 Euro. Und dann ist immer die Frage, ja Moment, was hat er denn, wie teuer ist das denn normalerweise, wenn kein Rabatttag ist, wenn kein Black Friday ist? Wie teuer ist denn das normalerweise? Jetzt zahlt er nur 800 Euro und er zahlt 10% weniger. Was ist jetzt der Originalpreis? Und man geht dann folgendermaßen vor. Der Originalpreis, also der Preis, der an dem Regal steht oder auf den Schildern, an einem ganz normalen Tag, ohne Rabatt, ist immer 100%. Der 100%ige Preis, ohne irgendwelche Abzüge. Wenn dann in der Aufgabenstellung steht 10%, dann zieht man von den 100% einfach diesen Rabatt, diese 10% ab. Und dann kommt man auf den, kommt auf die 90 und die 90% stellen den reduzierten Preis dar. Wenn man dann auf den Originalpreis kommen will, teilt man einfach diesen reduzierten Preis, diese 800 Euro, die er nur bezahlt, durch die 90% und nimmt das Ganze mal 100 und dann kommt man hier auf den Originalpreis von 888,89. Das heißt, die 8 hier, wurde auch, die letzte 8 wurde aufgerundet, 888,89 Euro. Das war's.